Okay. Und dann ist... Was ist denn hier los? Sag mal. Das ist ja Wahnsinn. Fallen wir ihm direkt mal in den Rücken. Schöne Sache. Und direkt gegen die Wand, jawohl. Wenn er nicht mehr zurückweichen kann. Naja, hat ja nicht so geklappt. Aber ist ja alles kein Problem. Die zwei Schläge, irgendwann kommt er schon auf uns zu, damit wir ihn noch treffen können. Vermissen. Genau. Wieso hat er jetzt auch nichts für mich? Das ist gemein. Ach, der nimmt aber auch alles mit, oder? Das ist ja schlimm mit dem. Der rennt echt in jede Gruppe von irgendwelchen Viechern rein. Und da drüben sind Orks, die nimmt er bestimmt auch gleich mit. Genau, das sehe ich schon kommen. Tolle Sache. Komm her. Na toll. War nicht so, wie ich wollte eigentlich. Ich speichere mal gerade, weil ich irgendwie Angst habe, dass er dann sofort in die Orks reinrennt. Und da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Ich weiß ja nicht, wie viele dort rumstehen. Ha! 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 Ein Troll. Nee, ist klar. Wo sind wir hier gelandet? Meine Güte. Übelste Freakshow. Das Bestiarium des Festlandes. Hier ist alles zu finden. Fehlt bloß, dass irgendwelche Drachen oder so hier rumkriechen. So, jetzt stirb, stirb. Geht doch. Ich werde niemand vermissen. Aha. Wie siehst du aus? Okay. Warte, warte, warte. Ich geh erstmal hier lang. Wo stehst du, Mord? Steht noch gut. Dann können wir nochmal speichern. So, ich glaube, so viele sind das gar nicht. Das ist bloß die eine Hütte. Na, wir schauen mal. Oh doch, das sind... Naja, okay. Das kriegen wir hin. Hoffe ich mal. Oh, das sind ja doch ein paar. Ach du Scheiße. Oh Gott. Wie konnte das nur geschehen? Ja, super, genau. Oh, fuck. Ganz tolle Wurst. Genau deswegen habe ich gespeichert. Tja, was machen wir da, ist die Frage. Lassen wir Mord jetzt einfach im Busch stehen oder machen wir es wie an der Brücke damals und probieren es so lange, bis wir irgendwann alle getötet haben? Ich weiß nicht, ob zweiteres hier wirklich klappen wird, weil es sehr dicht gedrängt alles ist. Höchstens, wenn ich es schaffe, den Schamanen sofort wegzuknüppeln. Und dann muss Mord auch ein paar... Das ist alles blöde. Bleib mal stehen noch, bleib stehen. Bleib, bleib. Ja genau, wir locken mal was hier. Wir locken uns erstmal einzeln hier ein paar Orks ran und metzeln. Ja, jetzt komm doch mal her hier. Das ist ja nicht so fassen, Mensch. Das ist ja nicht so faul, ey. Wir locken uns erstmal einzeln ein paar Orks her und dünnen erstmal ein bisschen die Gegnerzahl aus. Wir dürfen nicht vergessen, immer mal zurückzuweichen, damit Mord nicht plötzlich auf die Idee kommt und hingeht, ja. Hingeht, genau. Das solltest du nicht tun, Mord. So, ich hoffe, da kommen jetzt nicht... Scheiße, wenn ich jetzt so nah an dem dran stehe. Na, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib hier. Gut, kommt schon der nächste. Kommen die einzeln oder kommen die jetzt alle? Kommen nicht alle, wie es scheint. Der Schamane... Scheiße. Der Schamane kommt mit. Der Schamane hat Bock. Der Schamane ist hier und der Schamane ist gleich tot. Haben wir den Schamanen schon mal? Lauf, was das Zeug hält, mein Freund. Lauf, lauf, lauf. Scheiße. Das ist alles blöde hier. Ich gehe erstmal einen Meter. Damit die, die an mir dranhängen, erstmal zurückbleiben. Na, das klappt ja super. So, wir müssen das halt doch auf die harte Tour machen. Oh Gott. Was ist denn hier los? Das ist echt ungesund. Scheiße. Das schaffe ich niemals. Niemals schaffe ich das. Das war ja auch nicht so geplant, dass ich jetzt wieder voll reinbreche in die Massen da. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, toll. Hm, super, du solltest auch weglaufen und dich nicht zum Gegner drehen, du Pissgesicht. Ich muss erst mal einen Schluck trinken. Wusa.
Nö, bin vollkommen entspannt, tiefenentspannt. Hab ja auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt noch was wird, nachdem alle angekommen sind auf einmal. Sollte ja nicht so laufen. Und was Mord da auf einmal bei uns gesucht hat, weiß ich auch nicht. Aber den kannst du ja auch nicht stoppen, ne? Wenn er irgendwie mitkriegt, oh, da drüben ist was, dann rennt er da hinterher. So, deswegen gehe ich jetzt erstmal die große Runde und lass Mord da komplett stehen. Oh, hier unten zum Beispiel, die sehen ganz gut aus. Ja, kommt mal, meine Freunde. Das finde ich gut, das finde ich sehr positiv. Kommt doch mal die zwei Meter noch ran, Mensch. So, lege ich mich erstmal nur mit euch an. Vielleicht kommt noch der eine da dazu. Habe ich auch nichts gegen. So. Meinst du? Ach nee, ich sehe es schon wieder. Greif einen an und alle kommen. Was ist das denn? Seit wann ist das denn so? Haben die KI hier oben irgendwie umgestellt? Normalerweise kannst du die doch separieren und einzeln holen, Mensch. Scheiße. Das ist echt nicht cool, Leute. Ja, ist ja gut. Meine Güte. So, jetzt lauf erstmal. Du musst was trinken, Meister. Scheiße. Ich bleibe überhaupt nicht stehen. Kannst du vergessen. Hängen die noch an mir? Nö, sind der da, Hasa. So, trink. Schneller. Ja, danke. Scheiße. Oh, bitte mal ein bisschen weniger Gehacke, Mensch. Na los, es muss sein. Mir bleibt nichts übrig, als einfach mal reinzuprügeln in die Masse und zu hoffen, dass irgendjemand auch mal umfällt dabei. So zum Beispiel der oder auch dieser. So, es sieht schon mal ganz ordentlich aus. Ganz knorke. So, schön. Läuft doch. So halbwegs. Ich hoffe, mein Mord lebt noch. Das weiß ich jetzt nicht. Müssen wir einfach mal von... Was macht denn der Wolf hier? Oh. Die Wölfe greifen die Orks an. Da müssen wir jetzt einfach mal drauf hoffen, dass Mord so lange überlebt, während ich hier noch ein bisschen mit den Wölfchen spiele, die aus irgendeiner Ecke jetzt auf einmal aufgetaucht sind. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Während mich gleichzeitig noch der Ork penetriert, oder auch nicht. Hier da unten ist ein Ork, greift den an. Sollen sie mal kämpfen miteinander? Oder ist es nicht gut, dass die Orks da so aus dem Busch rauskommen? Das sieht für mich fast so aus, als ob Mord irgendwie abgestorben wäre. Was war das denn gerade? Ja, ja. Oh, Waldschrat. Ihr kämpft echt alles gegen die Orks gerade, habe ich das Gefühl. Das ist lustig. So, wir nehmen mal den Anführer zuerst. Solange der noch hier sich so wegprügeln lässt, geht es ja ganz gut. Ja, 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 ja. Jammer nicht rum. Ich habe echt Sorge um Mord gerade. Gibt's den denn noch? Ja, den gibt's noch. Ich fasse es nicht. So, da helfen wir dem mal. Unterstützen wir unseren Bro mal. Erstmal gegen die einfachen Gegner. Ich hoffe, dem geht's noch gut einigermaßen. Ich weiß ja nicht, wie er aussieht. Auf jeden Fall schlägt er sich ja hier ganz wacker und hat genug... Ja, ich wollte eigentlich nur mal gucken, was er so hat, deswegen habe ich die Waffe weggesteckt. Aber man sieht es natürlich nicht, wenn überall Orks drumherum stehen. Hat ja ganz gut ein paar noch auf sich gezogen. So, jetzt nicht hier... Nicht patzen, ne? Ich glaube, ich speichere mal. Wir sind zwar mitten im Kampf getümmelt, aber ich glaube, wir haben eine reelle Chance zu gewinnen, deswegen speichere ich mal. Ja, ist gut. So. Und ich glaube, besser werden unsere Chancen auch nicht, als sie jetzt gerade sind. Ich glaube, wir stehen wirklich ganz gut da momentan. Ja, und jetzt werde ich erstmal sterben, ich weiß, aber naja, drum habe ich ja gespeichert. Ach so. Probieren wir es eben nochmal. Und dann werden wir es auch schaffen irgendwann. Ist ja nicht so, als ob wir hier gegenüber Gegner kämpfen würden. Es sind ja nur ein paar Orks. Ohne Schamanen und ohne Anführer. Aber was zu saufen wäre mal gut. Oh, da, wieso ist meine Waffe weggesteckt? Was ist das denn? Ich fasse es nicht. Bleib stehen, Mora. Nee, mache ich nicht. Ich muss erst mal ganz kurz was trinken. Dazu muss ich ein bisschen Abstand gewinnen. So. Ja, geht auf
Captain Morglos, ist okay. Der hält das aus. Der kann das wegstecken. Ist auch gut, dass die mit den Armbrusten da hinten auf Morglos gehen. Oh, sowas hasse ich ja. Sowas hasse ich, wenn die an den blöden Steinen hängen bleiben müssen. Da könntest du zum Berserker werden. Das ist nicht zu fassen. So, der und der Elite-Krieger gleich noch hinterher. Sehr gut. Lauft. Also dem geht's noch richtig gut. Der hat ja kaum was abgekriegt. So, haben wir mal so ganz nebenbei noch hier wieder so ein episches Quest mit erledigt. Hier so ein Lager auszulöschen. Wir haben es halt drauf einfach mal, würde ich sagen. Wir können's. Wir können's einfach. Puh. So, jetzt aber erstmal wieder ein bisschen Ruhe, das finde ich ganz schön. Ein bisschen Ruhe mit Sammeln. Sammelleidenschaft frönen hier. Was steht hier eigentlich dran? Immer noch Hammerclan. Ich will nicht zum Hammerclan, Gottverdammt. Das ist halt auch irgendwie das Nervige hier oben. Ja, Kloster und Feuerclan ist richtig, das ist dann die richtige Richtung. Das finde ich auch so wahnsinnig nervig hier oben. Du kannst dich eigentlich nicht so richtig zurechtfinden, weil du immer total verquer gehen musst, um irgendwo hinzukommen. Mir ist alles krumm und schief und hinter irgendwelchen Schluchten verborgen. Und dann kommt die nächste Gruppe von Monstern und wenn du fertig bist mit Kämpfen, dann weißt du wieder nicht, in welche Richtung du gehen musst, weil alles gleich aussieht. Und generell sieht auch so alles gleich aus. Aber ich habe ja Mord zum Glück, der mich überall hinbringt und wenn ich dann einmal dort gewesen bin, kann ich mir Teleportsteine einsacken, dann geht das schon. Dann muss ich nicht sinnlos durch die Natur rennen. Wer will das auch? Wer will schon durch die Natur rennen? Oh ja, das nehme ich natürlich auch noch mit. So, haben wir hier oben noch. Warte mal kurz noch, Mord. Ich bin noch nicht so weit. Boah. Die Framerate ist auch noch nicht so weit, wie ich sehe. So, die wollen wir natürlich... Hat Mord die erledigt? Mensch. War ja fleißig hier. Das wollen wir natürlich alles nicht verkommen lassen. Das muss schon mit. War gut gewesen. Ja, ist ja bloß ein Zelt. Das geht schon. Erstens sind es zwei Zelte und zweitens waren da Massen von Gegnern drin. Auch das nehmen wir natürlich noch mit. Haben wir hier noch eine Truhe? Jawohl. Und ich habe natürlich mal wieder keine Dietriche. So, noch wenigstens den Pilz, wenn ich schon die Truhe nicht aufmachen darf. Dann immerhin einen Pilz mit einsammeln und einen Hammer. Und einen Hammer. So, was haben wir hier noch? Säge. Gebratenes Fleisch, Holz oder Axt und Trank, das ist gut. Nein, bloß Wein. Natürlich bloß Wein, wieso sollte ich bei den Orks vermuten, dass es was ist, das nichts mit Alkohol zu tun hat, sondern mit Heilung. Ach, naja. So, ich hoffe, es ist nicht mehr so weit. Nee, ist es auch nicht. Das freut mich. Ich möchte mich nämlich einmal ausruhen von diesen Strapazen hier. Es ist ja anstrengend, mit diesem Mann durch die Natur zu laufen. Der nimmt wirklich alles mit. So, und er muss jetzt damit leben, dass ich ja erstmal ein bisschen Erz hacken gehe. Wenn ich schon mal die Gelegenheit habe und ich muss ja hier oben ab und zu was mit Erz bezahlen, dann mache ich das natürlich auch. Du darfst auch... Hallo? Hier? Achso. Hä, mit Rechtsklick klappt das natürlich nicht. Ich muss den Linksklick nehmen. Was machst du da mit der Hacke? Du solltest... Wieso habe ich eigentlich gerade die Schwerter ausgerüstet, wenn du dann doch die blöde Hacke in die Hand nimmst? Idiot. Das finde ich ein bisschen nervig mit dem Wechseln der Waffe. Ich speichere mal. Wo ist Mord? Ich hoffe, er hat nicht vor, durch diese Gruppe von... durch dieses Wolfsrudel zu gehen. Ich habe bloß die ganz große Befürchtung, dass er genau das tun wird. Mord, da bist du. Nein, tu es nicht.